Was geht ab, meine lieben Freunde? Hamburger ist das Furia und herzlich willkommen zur Folge Nummer 9 unserer Serie der, von Bundesliga Bronze zu Bundesliga in Formserie FIFA Ultimate Team 14 auf der PlayStation 4. Ja, bevor ich anfange mit einem wichtigen Thema über euch zu reden, will ich mich erstmal bei euch allen bedanken. 40.000 Abonnenten haben wir mal wieder geschafft, haben wir schon auf den alten Kanal geschafft. Aber da gab es ja ein bisschen ein paar Probleme mit dem Rechtlichen und den Verträgen und bla bla bla. Das ist aber auch egal. Wir haben es mal wieder geschafft und sind sehr, sehr stolz drauf. Wir spornen uns jetzt noch mehr an. Wir haben auch wieder einiges in Planung für euch. Ja. In der letzten Folge haben wir das, sind wir in Halbfinale gekommen. Das spielen wir jetzt auch gerade hier. Da fällt auch fast das 1:0 von Okoronkwo. Wie gesagt, letzte Folge sind wir zwar im Finale im ersten Spiel rausgeflogen, ganz bitter. Der Spieler hatte halt eine Bronzemannschaft komplett mit Gold aufgewertet. Das war ein bisschen schwerer, auch wenn ich 2-0 gefühlt habe. Zweite Halbzeit hat er sich halt extrem angestrengt. Da hatte ich einfach keine Chance mehr. Aber egal, wir sind jetzt im Halbfinale und ihr wundert euch bestimmt schon, warum dieses Video nur so wenig Minutenanzahl hat. Das werdet ihr sehen am Ende. Das ist sozusagen eine kleine Überraschung. Ja, aber was mal zum Thema. In der letzten Folge habe ich ein bisschen über den Bundesliga-Rückblick geredet, über den Bayern. Und halt, ich habe mich ein paar Mal versprochen oder aus eurer Sicht mich nicht richtig informiert. So, meine lieben Freunde, jetzt will ich euch mal was erzählen. Und zwar, erstmal zum Thema Bayern. Es ist meine eigene Meinung, dass Bayern, ich finde, dass Bayern, das ist ja auch keine Kritik oder so, Bayern macht ja komplett alles richtig. Bayern kauft von anderen Mannschaften die Spieler. Jetzt kommt wieder, oh, das stimmt gar nicht. Jetzt erklärt mir mal bitte, warum Bayern Rode von Frankfurt holen wollen. Was wollen die mit denen? Der wird doch sowieso nicht spielen. Der wird nicht spielen, das sag ich euch. Wenn dann nur, weiß ich nicht, wenn sie gegen HSV oder keine Ahnung spielen. Wenn sie sicher sind, dass sie gewinnen. So. Das ist meine eigene Meinung und ich bitte euch, das zu respektieren, mich nicht zu beleidigen, nicht zu sagen, dass ich keine Ahnung hätte oder so, das ist meine eigene Meinung. Ihr könnt gerne eure Meinung hinschreiben, das respektiere ich ja auch. Nur ich kann es nicht ab, wenn dann Beleidigungen kommen oder keine Ahnung. Zum nächsten Thema, da habe ich mich echt versprochen, und zwar das Ding mit der Champions League, dass Bayern 1:0 gewonnen hat. Nein, das war natürlich das 2:1. Dortmund und Bayern haben 1:1 gespielt bis zur 89. Minute und dann hat Arjen Robben das Tor in der 89. Minute gemacht, das 2:1. So viel dazu. Wie gesagt, ich bitte euch darum, das zu respektieren, meine Meinung. Aber dazu später mehr. Ich bin auch nicht sauer auf euch oder so, es ist ja auch okay, aber ich wollte es einfach euch nochmal gesagt haben. Wir sind jetzt im Finale, meine lieben Freunde, und ja, ich will eigentlich endlich die Silbermannschaft haben, endlich. Weil das ist jetzt schon die 9. Folge und so langsam wird's eng. Ich will endlich das Silberteam aufbauen. Wir sind jetzt in der 29. Minute und ja, da passiert, dreht das 1:0. Ich steige ein und da passiert das 1:0. Sehr schön gemacht vom Mast hier. Schöner Schuss und der macht den Fisch ins Netz. Der Fisch ist ins Netz gegangen. Ja, jetzt kommt Mast nochmal wieder in der 30. Minute. Schießt nochmal drauf. Abpraller auf Meier und der macht das Ding rein. Damit steht es 2:0 in der 31. Minute für die Hamburger Youngsters Bundesliga-Mannschaft. Und auf einmal, ja, leckt das und ganz komisch. Unten links der Kreis dreht sich. Ganz, ganz komische Sache, meine lieben Freunde. Ich habe mir schon gedacht, was kommt. Richtig, die Verbindung vom Gegner ist abgebrochen. Damit sind wir Sieger und haben das Bronze-Bundesliga-Pokal gewonnen. Bronze-Bundesliga-Pokal. Nein, wir haben das Bronze-Turnier gewonnen. Kriegen 2000 Münzen und ein Jumbo-Premium-Bronze-Pack. Sehr schöne Sache hier. Wurde auch langsam mal Zeit in der 9. Folge. Letztes Finale sind wir ganz bitter rausgeflogen. Aber Okoronkwo war auch eine gute Verstärkung, wie ich finde. Ja. War eine gute Saison, ne? Sind jetzt weiter, jetzt kommt das nächste Team. Wir öffnen aber erstmal das Jumbo Bronze Pack. Ich sage euch jetzt schon mal von Anfang an, ich werde nicht sofort eine Silbermannschaft aufbauen können, weil ich natürlich nicht so viel Coins habe. Das heißt, ich werde erstmal ein paar Spieler kaufen, das werdet ihr auch gleich sehen. Ich werde halt dann mit der Bronzemannschaft versuchen, eine Saison zu spielen. Ja, werde ich halt versuchen, mit der Mannschaft eine Saison zu spielen und damit versuchen, was zu reißen. Ja, hier seht ihr das Bronze-Pack, natürlich sind die Verträge und die Fitnesskarten sehr, sehr wichtig. Aber ein paar Spieler konnte ich halt auch verkaufen, habe dafür noch ein paar Coins bekommen. So, der erste Spieler, den ich geholt habe, ist Beck von Hoffenheim, rechter Verteidiger. 76 Tempo, wie ich das hier sehe. Ja, genau, defensiv. Werte sind auch ganz gut, gute rechte Verteidiger für den Anfang, nicht zu teuer. Dann habe ich Giefer von Fortuna Düsseldorf im Tor. Ja, zweite Bundesliga, erste Bundesliga passt nicht, aber ja, ist halt ein Deutscher.
wie gesagt, ich habe sie jetzt so eingesetzt ins Team, erstmal Giefer, dann habe ich noch Zubek geholt vom HSV, 69, 61, also 69 Gesamtwert und 61 Tempo, den habe ich eigentlich hauptsächlich geholt, weil der halt so kopfballstark ist, weil er halt 2 Meter etwas ist. Dann habe ich noch Sané von Hannover 96 geholt, auch ein guter Endverteidiger, sehr guter Spieler. Und Van de Berg von Hertha BSC Berlin. Ja, das ist erstmal so die Silberspieler, die ich besitze jetzt, womit ich dann halt mein Silberteam aufgebaut habe. Deswegen wisst ihr jetzt auch, warum die Folge so kurz ist, weil ich halt das Finale gewonnen habe, dadurch, dass er abgebrochen hat. Und ja, ich musste mir erstmal ein Silberteam aufbauen. Und mit der Bronzemannschaft wollte ich noch nicht so recht. Ja, ich habe mich noch nicht so richtig getraut. Ich werde jetzt mal die nächsten Tage versuchen, Gas zu geben und das dann ein bisschen in der Saison zu starten. Weil ich denke mal, da werden auf jeden Fall ein paar Goldteams auf mich zukommen, wenn ich die Saison spiele. Ja, bitte seid mir bitte nicht böse, wenn ich jetzt... dass ich das jetzt gesagt habe, aber ich wollte einfach nur sagen, dass das meine Meinung ist, die vertrete ich auch und ihr braucht mir aber nicht zu beleidigen. Ihr könnt gerne sagen, das stimmt nicht, ich sehe das so und so, dann ist es völlig okay, das akzeptiere ich auch. Aber sobald es geht mit Beleidigung, du bist bescheuert oder du hast keine Ahnung, bla bla bla, das können wir uns sparen, denn dann können wir gleich mal direkt anfangen, aber das will ich nicht. Ja, das war's mit der Folge. Danke nochmal für die 40.000 Abonnenten, sehr richtig, richtig geil von euch. Teilt das Video, liked das Video. Vielleicht schaffen wir ja mal, ja, ich bin mal gutmütig. Vielleicht schaffen wir mal ein paar mehr Likes. Ja, wie gesagt, die Silbermannschaft kommt jetzt, ist jetzt am Start, wird da sein. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich werde mir jetzt eine Shisha anmachen, werde einen rauchen, eine Shisha rauchen. Und werde dann wohl meine Playstation anmachen und ein bisschen daddeln. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, macht nicht zu doll. Und damit ist Hammer jetzt so erstmal raus und ciao. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hamburger Youngsters Flo hier und herzlich willkommen zur Folge Nummer 5. Das mache ich jetzt nochmal von vorne, weil mein Mikro jetzt gerade verschoben wurde. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hamburger Youngsters Flo hier und herzlich willkommen zur Folge Nummer 9. Der wird in Bundesliga. Alles klar, Flo. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hamburger Youngsters Flo hier. Jetzt habe ich das Video einfach laufen lassen, das ist auch super.